Müssen mein ARD-Kollege Hartmann von der Tann und ich, die Vertreter der bisherigen Koalition, Helmut Kohl, Wolfgang Gerhard und Theo Weigel. Und auf der anderen Seite der Mitsieger des Abends, Oskar Lafontaine. Die SPD hat sich im letzten Moment entschieden, den Parteivorsitzenden zu entsenden. Und dann für die Grünen Jürgen Trittin und für die PDS Lothar Bisky. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist ein Kanzler direkt aus dem Amt gewählt worden. Gerhard Schröder wird der neue Kanzler. Was ist das heute, Herr Lafontaine? Nur ein neuer Mann im Kanzleramt oder doch der Beginn einer neuen politischen Epoche? Das ist sicher der Beginn einer neuen politischen Epoche. Das hat auch etwas zu tun mit dem Generationenwechsel. Gerhard Schröder hat Helmut Kohl Respekt bekundet für seine Amtsführung und für seine politische Arbeit in den letzten 16 Jahren. Wir sind angetreten, eine neue Politik zu machen. Wir haben einen überwältigenden Wahlsieg errungen und wir werden diesen Auftrag ernst nehmen und diese neue Politik jetzt beginnen. Herr Lafontaine, ich weiß, dass Sie dieser Frage heute schon mehrfach ausgewichen sind. Ich muss sie leider doch noch einmal stellen. Die rein rechnerische Mehrheit einer rot-grünen Koalition läge bei etwa 4 bis 5 Sitzen. Ist das ausreichend für Rot-Grün oder werden Sie mindestens auch erkunden, wie es mit einer großen Koalition aussähe? Wir haben uns angewöhnt, in den letzten Jahren mit ruhiger Hand zu arbeiten und nicht aus der Hüfte zu schießen. Wir müssen das Wahlergebnis zunächst einmal abwarten. Es wäre fahrlässig, wenn der SPD-Vorsitzende jetzt spekulieren würde, so und so viele Sitze sind notwendig. Heute Abend feiern Sie wir mal. Sie können auch keine theoretische Grenze sagen, also sagen von 15 Sitzen oder von 10 Sitzen an, wäre es absolut klar. Ich bin immer gefragt worden vor der Wahl. Ich habe keinen Grund, nach der Wahl diese Antwort zu ändern. Wir gucken uns das in Ruhe an. Aber Herr Lafontaine, müssen Sie nicht, um jeden Eindruck einer PDS-Unterstützung zu vermeiden, doch sehr schnell auf Rot-Grün verzichten und über große Koalitionen wenigstens nachdenken? Noch einmal, wir haben heute Abend uns zunächst einmal sehr gefreut, denn das Wahlergebnis ist ja überwältigend. Es ist ja fast eine erdrutschartige Verschiebung zwischen den beiden großen Parteien. Nun werden wir uns mal freuen und morgen werden wir die Gespräche aufnehmen und dann werden wir Ihre Fragen beantworten. Ganz schnell dazwischen und kurz geantwortet, Herr Trittin, was erwarten Sie denn? Wir erwarten, dass wenn es die Mehrheit hergibt, und das ist die Erwartung der Wählerinnen und Wähler, die haben CDU, CSU und FDP abgewählt, dass man diesem Wählerinnen und Wählerauftrag auch nachkommt. Herr Dr. Kohl, Sie haben bis zum Schluss gesagt, Sie würden diese Wahl gewinnen. Was hat Sie da so sicher gemacht und was hat Ihrer Ansicht nach zu dem Debakel, so muss man das ja wohl nennen, von heute geführt? Ich will was zum Wahlergebnis sagen, ja. Wir andere auch. Wir sind angetreten und ich bin angetreten, um die Wahl zu gewinnen. Wir haben die Wahl verloren. Es ist ganz eindeutig, dass die Sozialdemokraten und Rot-Grün die Wahl gewonnen hat. An diesem Ergebnis gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und deswegen nehme ich auch die Gelegenheit wahr, Ministerpräsident Gerhard Schröder zu sagen, ich wünsche ihm im Interesse unseres Landes eine glückliche Hand in diesem neuen, wichtigen Amt, das auf ihn zukommt. Das Zweite ist, wir haben die Wahl verloren. Ich war der Spitzenkandidat. Und damit übernehme ich auch für die Wahlniederlage die Verantwortung. Das ist für mich ganz konsequent. Da gibt es wiederum überhaupt keine Diskussion darüber. Deswegen werde ich morgen dem Parteivorstand sagen, dass ich den Parteivorstand bitte, auf unserem Parteitag, der dann in ein paar Wochen stattfindet, davon auszugehen, dass ich für die Wahl des Parteivorsitzenden nicht wieder zur Verfügung stehe. Das bedeutet nicht, dass ich nicht für die Zukunft der Partei nicht mitarbeite, aber natürlich nicht im Amt des Parteivorsitzenden. Das Dritte, was ich sagen will, ist ein ganz herzliches Wort des Dankes an die Hunderttausende in der Partei und aus der Anhängerschaft der Union, die mich bei dieser Wahl unterstützt haben. Wir haben viel bewirken können in diesen 16 Jahren, auch gemeinsam mit den Kollegen der FDP, wir, die CDU, CSU. Wir werden auch in der CDU und CSU ganz eng und ohne Wenn und Aber die Zukunft unserer Union gemeinsam gestalten. Ja, ich habe viel Grund zur Dankbarkeit, auch das will ich als letztes sagen, gegenüber den vielen, die wir in diesen anderthalb Jahrzehnten geholfen haben im Ausland, bei wichtigen historischen Stationen unseres Volkes. Und ich bin dankbar dafür,
dass ich diesen Dienst am Land erbringen konnte. Sie übernehmen die Verantwortung, sagen Sie, Herr Dr. Kohl. Hat es denn auch an Ihnen gelegen, dass das Ergebnis so schlecht war? Hat es daran gelegen, dass Sie zu lange am Amt festgehalten haben? Und stünden Sie heute nicht besser da, wenn Sie Wolfgang Schäuble präsentiert hätten? Also wissen Sie, wir werden sehr genau dieses Wahlergebnis analysieren. Wenn man eine Wahl verloren hat, gibt es bestimmte Lebenserfahrungen. Das ist ja nicht meine erste Wahl. Meine erste Wahl, die ich verliere, in einer Reihe von 8 Jahren. 8 Landtags- und Bundestagswahlen. Das ist eine neue Gewohnheit, wenn Sie so wollen. Ja, die Frage war ja, ist die Ursache auch... Und bei der Ursachenforschung bin ich der Allerletzte, der sich nicht der Verantwortung stellt. Ich habe gesagt, ich übernehme die Verantwortung, das wollte ich eigentlich mehr. Wir werden über die Ursachenforschung zu reden haben, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir die Wahl verloren haben. Und ich finde, es gehört sich, dass der dessen Kopf am Plakat hing, wo jeder sagte, das ist er, auch also, zu seiner Verantwortung also steht. Sie selber haben diese Wahl mehr verloren, sagen Sie, als die Partei? Nein, wir haben sie zusammen verloren, wissen Sie. Das wäre ja ganz ungut, wenn man jetzt die Partei aufspalten würde. Die Zigtausende, die gelaufen sind auf Straßen und Plätzen, sind für die Partei und auch für mich gelaufen. Ich habe vor 600.000 Leuten gesprochen, auf Straßen und Plätzen in den letzten sechs Wochen. Also wir machen das so nicht. Wir werden ein klares Konzept kurzfristig arbeiten, wie es weitergeht in der Partei, wie es weitergeht auch gemeinsam in der gemeinsamen Bundestagsfraktion CDU-CSU. Und wir werden präsent sein und jetzt ist ein Wahlsieger da. Der hat jetzt das erste Wort, der muss wissen, was er will. Er hat Zusagen gemacht und wir gucken uns das mit Ruhe an und werden unser Kommentar dann abgeben, wenn wir die entsprechenden Vorschläge sehen. Herr Dr. Kohl, die SPD hat gewonnen, aber um da noch mal darauf zu kommen, die Mehrheit mit den Grünen, die ist so knapp, dass auch eine große Koalition in Frage kommen könnte. Sie haben das stets abgelehnt und erst recht mit der Union als Juniorpartner. Bleiben Sie dabei? Meine Meinung ist landesbekannt. Ich habe auch immer gesagt, ich stehe selbst für eine große Koalition nicht zur Verfügung. Aber entschuldigen Sie, bei der Wahlniederlage der Union ist es doch nicht heute Abend das Thema von uns, über die Koalition zu reden. Wir stellen ja die Dinge auf den Kopf. Ihre Frage war ganz zu Recht gestellt an den SPD-Vorsitzenden, an den Sprecher der Grünen, möglicherweise an Herrn Biski. Das ist eine andere Frage. Herr Dr. Kohl, darf ich nochmal nachfragen? Ihre Antwort lautete, Sie stehen ohnehin für eine solche Koalition nicht zur Verfügung. Sie sind auch nicht dafür, aber Sie haben es für die CDU nicht vollständig ausgeschlossen. Aber habe ich Sie da richtig verstanden? Ich habe überhaupt nichts auszuschließen für die CDU. Wir haben noch gar nicht über das Wahlergebnis in diesem Detail reden können. Und wenn der Wahlsieger, wenn der Lafontaine zu Recht für sich in Anspruch nimmt, er will morgen in den Gremien drüber reden, reden wir drüber. Nur meine Meinung ist landesbekannt. Herr Trittin, Sie haben ja schon von der Notwendigkeit einer rot-grünen Koalition gesprochen. Wie groß muss denn die Mandatsmehrheit sein, Ihrer Meinung nach? Sehen Sie, wir haben einen sehr harten Wahlkampf hinter uns. Es war der härteste in der Geschichte der Grünen. Wir haben uns einem Trommelfeuer der Konkurrenz der alten Koalition ausgesetzt gesehen, bis hin zu Anzeigen von ganz links. Wir haben in diesem sehr harten Wahlkampf es erreicht, unsere beiden Ziele, wie das zurzeit aussieht, tatsächlich zu erreichen, nämlich die Ablösung von Herrn Dr. Kohl, der sicherlich seine Verdienste hat, aber wir haben dafür gestritten, dass er nunmehr Schluss damit ist, und zweitens eine eigene handlungsfähige Mehrheit zu bekommen. Das war eine große Leistung, die eine kleine Partei in diesem Wahlkampf gewachsen ist. Ja, Herr Trittin, aber ich hatte jetzt nicht nach einer Festrede gefragt, sondern nach einer Zahl. Sehen Sie, ich freue mich darüber, dass die Mitglieder der Grünen, die in diesem Wahlkampf zum ersten Mal über 50.000 gekommen sind, das so durchgestanden haben. Da danke ich für und da danke ich auch allen Wählerinnen und Wählern für, dass sie uns dieses Vertrauensvotum gegeben haben. Früher haben Sie sich über den Satz mal lustig gemacht, aber gut. Ich habe da tiefen Respekt vor. Aber es ist auch so, dass hier eine Wahlentscheidung vorliegt. Die Menschen in diesem Lande wollten einen politischen Wechsel. Die Möglichkeit für den politischen Wechsel zeichnet sich ab. Und es ist die Verantwortung für diejenigen, die das jetzt vor sich haben, diesen Auftrag dann noch anzunehmen. Das wird keine leichte Aufgabe, dieses Land in 60 Jahren zu regieren. Aber das klingt jetzt wirklich sehr feierlich. Ja. Also Herr Trittin, um eine stabile Regierung mit der SPD bilden zu können, danach habe ich ja gefragt, wie viele Mandate mehr brauchen Sie dafür? Wenn Sie, wir werden morgen oder heute Abend noch wissen, wie viele Mandate es sein werden.
Ich gehe davon aus, dass zwei Dinge von Bedeutung sind bei der Bildung einer neuen Regierung. Das erste ist das Grundgesetz, das sagt, gewählt ist zum Kanzler, der mit der Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages gewählt wurde, der Abgeordnete. Und das zweite ist die politische Situation, der politische Wunsch. Und der politische Wunsch der Wählerinnen und Wähler war, die jetzt regierende Koalition tatsächlich aus dem Amte zu entfernen, das heißt auch komplett abzulösen. Herr Trittin, darf ich mal was ganz konkret nachfragen? Das ist der historische Auftrag, von dem wir stehen. Sie haben ganz offensichtlich viele Bonner Runden gesehen bei der Vorbereitung auf diese. Sie haben Ihre Lektion blendend gelernt. Aber trotzdem muss ich noch mal konkret was nachfragen. Sie haben gesagt, eines geht nicht, nämlich, dass die SPD zur gleichen Zeit mit den Grünen und mit der Union spricht. Das scheint sich aber jetzt ja anzudeuten. Bleibt es denn dabei, dass das aus Ihrer Sicht nicht geht? Sehen Sie, wir haben morgen in den Gremien der Grünen, der Sozialdemokraten, den Sozialdemokraten und alle miteinander darüber zu reden, wie es jetzt weitergeht. Es ist klar, keine Partei kann alleine regieren. Man wird das Ganze sondieren müssen und danach werden alle für sich die Entscheidung zu treffen haben, mit wem sie darüber verhandeln, ob eine Regierungsmehrheit gebildet wird. Genau dieses wird dann allerdings auch nur zwischen den beiden stattfinden, die sich zu diesen Verhandlungen entschließen. Parallelverhandlungen und Ähnliches wird von niemandem hier gewünscht. Herr Lafontaine nickt schon. Dennoch die Frage, werden Sie parallel verhandeln? Und wenn nicht, mit wem fangen Sie denn an? Wir werden morgen in Ruhe das erörtern. Und Sie können jetzt heute Abend keine Festlegung von mir. Wissen Sie, das ist ja verständlich, dass eben immer aus der Hüfte geschossen werden sollen. Sie brauchen eine Schlagzeile. Aber wir haben diesen Wahlsieg auch errungen, weil wir sehr bedächtig und sehr klar vorgegangen sind, weil wir uns nicht verlocken ließen. Ich nehme mal die Kandidatendiskussion. Alles fiel über uns her. Wir müssen jetzt unbedingt den Kandidaten entscheiden. Vor zwei Jahren, wir haben gesagt, ihr könnt einen Monat Trommelfeuer machen. Wir werden entscheiden, wann wir es für richtig halten. Und so wird es auch bei der Koalition sein. Basta. Herr Weigel in München. Die CSU hat gerade erst in Bayern blendend abgeschnitten. Heute nun dieses Ergebnis für die Union. Sind Sie enttäuscht von der Schwesterpartei, enttäuscht vielleicht auch über das Abschneiden der CSU? Ja, niemand kann natürlich über das Gesamtergebnis glücklich sein. Das ist eine klare Niederlage. Nur die CSU hat mit 48,4% überproportional gut abgeschnitten. Wir haben, was die absoluten Zahl der Stimmen anbelangt, so viele Stimmen geholt wie bei der Landtagswahl. Die FDP hat bei der Bundestagswahl 5,1% geholt, bei der Landtagswahl nur 1,7%, sonst liegen wir über die 50. Normalerweise liegen wir 10% über dem Durchschnitt von CDU und CSU. Diesmal liegen wir über 13% drüber. Aber wir müssen klar überlegen, was ist zu tun. Ich bin erstens für die Fortsetzung der Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und CSU. Das muss am Anfang jeder Legislaturperiode beschlossen werden. Das werde ich meinen CSU-Kollegen jedenfalls vorschlagen. CDU und CSU müssen gemeinschaftlich die Strategie festlegen. Ich bin dezidiert der Meinung, Gerhard Schröder hat eine Mehrheit im Bundestag. Er wird gewählt von der SPD, er wird gewählt von den Grünen und er wird gewählt von der PDS. Und dann muss er seine Koalition bilden. Und wir werden eine klare Alternative als Opposition im Bundestag sein, so wie wir es mit Erfolg auch in den 70er Jahren gewesen sind. Herr Weigel, ich habe immer noch nicht aufgegeben. Ich glaube, bei Ihnen herausgehört zu haben und habe es auch, denke ich, schon in vorangegangenen Statements bei Ihnen gehört, dass Sie glasklar gesagt haben, mit uns wird es keine große Koalition geben. Ist das so? Ich bin definitiv der Meinung, wir machen mit der SPD keine große Koalition, wo wir Juniorpartner sind. Aber dann muss man doch gleich die Frage stellen. Das wäre verhängnisvoll, erstens für die Demokratie. Da würden nur die Linken und die Rechten Ränder noch stärker. Es wäre katastrophal für die Union. Es gibt doch klare Alternativen. Wir haben gesagt, die Alternative ist Rot, Grün mit eventueller Unterstützung der PDS oder CDU, CSU und FDP. Der Wähler hat entschieden und jetzt müssen die anderen regieren und wir werden konsequent und konstruktiv die Opposition bestreiten. Und was passiert, wenn das, was ja denkbar sein könnte, einige Ihrer Kollegen in der CDU anders sehen? Ist dann unter Umständen die Fraktionsgemeinschaft in Gefahr? Ich sehe eine ganz klare, überwältigende Mehrheit von CDU und CSU, die so denkt wie ich. Das hat übrigens vorher schon Ministerpräsident Teufel dargelegt. Und jeder, der nachdenkt über die letzten Jahre und Jahrzehnte, über frühere Koalitionen, wird meiner Konsequenz folgen. Herr Dr. Kohl, wenn aber die PDS ausgeschlossen wird
an der Mitarbeit. Die SPD ganz klar sagt, wir lassen uns nicht von der PDS wählen oder tolerieren oder sonst was. Und es mit Rot-Grün sehr knapp wird. Könnten Sie sich nicht eine Situation vorstellen, aus staatspolitischen Gründen, ja, dass Sie in so eine Koalition gehen? Aber Entschuldigung, warum reden Sie mich über staatspolitische Gründe an? Ich habe ein Leben lang meinen Dienst am Land geleistet. Ich sprach von überhaupt niemandem, aber von überhaupt niemandem. Eine Nachhilfe in Sachen meiner staatspolitischen Verantwortung. Nach den jetzt vorliegenden Zahlen hat Rot-Grün eine Mehrheit. Nach den jetzt vorliegenden Zahlen, wenn sie sich dramatisch verändert haben, ist die Mehrheit ja nicht geringer als die Koalition, die wir gerade heute zu Ende gebracht haben mit diesem Wahlergebnis zwischen FDP und Union. Warum soll ich jetzt heute Abend über eine Koalition spekulieren? Wir sind in die Wahl gezogen und haben gesagt, wir wollen CDU, CSU und FDP die Koalition fortsetzen. Und auf der anderen Seite war ein ganz klares Konzept, Rot-Grün. Es ist dann bestritten worden, ob die PDS dabei ist oder nicht. Das ist aber heute Abend nicht unser Thema. Also gibt es eine Alternative. Und wenn der Herr Ministerpräsident und Parteivorsitzende Lafontaine sagt, Sie reden morgen drüber, dann sollen die drüber reden. Wie komme ich eigentlich jetzt dazu, mich in seine Aufgaben hineinzumischen? Auch Sie können noch 10 Fragen stellen. Nein, ich denke nicht. Jetzt Schluss. Wir sind ja schon ein bisschen weiter gekommen. Schluss mit Fragen zur Koalition. Herr Dr. Gerhardt, Sie haben ja gerade eine Koalition hinter sich. Sie haben Ihren Hals noch mal gerettet. Die FDP ist gut über die 6 gekommen. Aber lag das, dass Sie jetzt in der Opposition sind, eben nicht auch daran, dass Sie sich so stark an die Union gekettet haben? Nein, ich habe die Aussage für die Union als die selbstverständlichste Aussage der Welt empfunden. Wir waren in einer Koalition, wir hatten in dieser Koalition Erfolge und es hätte niemand verstanden, wenn wir dann urplötzlich etwas anderes erklärt haben. Ich hätte in der Öffentlichkeit gestanden und man hätte mir den Vorwurf gemacht, jetzt sieht er vielleicht die Fälle davon schwimmen, jetzt will er ans rettende Ufer. Nein, ich war für diese Koalition. Wir haben die Wahl verloren. Ich nehme dieses Mandat für die Opposition an. Das ist die logische Konsequenz. Andere haben eine Mehrheit erhalten. Und bei allem, was unsere beiden Gegenüber heute Abend sahen, ist ganz eindeutig. Und die Wähler wussten das auch. Sie konnten sich entscheiden zwischen dieser Koalition und zwischen einer Alternative. Das mag morgen in den Gremien noch beraten werden, so sehe ich die Lage. Das heißt für die FDP, die Oppositionsrolle ist auch für mich nicht ungewohnt. Ich habe die mal in Hessen wahrgenommen, habe hinterher eine Wahl gewonnen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man weiß, welchen Kurs man fährt, worauf man hinaus will und vor allem, wenn man dann ein Gegenüber hat, bei dem man mal abwarten kann, wie es das Schiff in den schwierigen außen- und innenpolitischen Fragen lenken will. Nein, für uns gibt es genug Stoff, wir haben einen klaren Kurs. Also ich habe auch durchaus inneres Engagement, diese Aufgabe wahrzunehmen. Herr Biski. Wenn man mindestens den ARD-Zahlen traut, ist mit der PDS weiter zu rechnen. Bei uns liegen sie ja deutlich über 5. Heißt das auch, dass mit der PDS in der Kanzlerwahlfrage zu rechnen ist? Es gab ja von Ihrer Seite aus mehrere freundliche Angebote, die SPD da zu unterstützen, die im Übrigen genauso freundlich meistens zurückgewiesen wurden. Bleiben Sie dennoch bei diesem Angebot, im Notfall mit ein paar Leihstimmen mindestens bei der Kanzlerwahl zur Verfügung zu stehen? Also ich freue mich erstmal, dass wir als Faktor, der in der Bundesrepublik Deutschland politisch wirkt, akzeptiert sind. Wir haben zugelegt. Wirklich egal, in der Bundesrepublik oder hauptsächlich in den neuen Ländern? Wir sind die einzig ostdominierte Parteien und die anderen hier Versammelten sind westdominiert. Das ist richtig, das ist eine Tatsache. Aber das ist jetzt im Moment nicht meine Hauptsorge. Die PDS wird das tun, was sie in Wahlkämpfen versprochen hat. Wir werden auch kein Mehrheitsbeschaffer auf jeden Fall sein. Wir werden unser eigenes Profil haben. Jede Politik, die in Richtung mehr soziale Gerechtigkeit geht, die werden wir unterstützen. Hören Sie doch wenigstens so nett und beantworten Sie meine ja, Frage. Ja, ich beantworte Ihre Frage. Bei der Kanzlerwahl zur Verfügung stehen, wenn Sie erwünscht sind? Ich will nur noch eine Vorbemerkung. Ich werde nur noch eine Bemerkung dennoch machen. Ich zögere ja nicht, mich bei Wählerinnen und Wählern zu bedanken. Ja. Ich zögere aber dennoch, mich bei den hier versammelten Herren zu bedanken, die der PDS so viel Aufmerksamkeit gewidmet haben, dass wir immer im Gespräch waren. Also was die Kanzlerwahl anbelangt, ich kann die mir... Die Grünen vor allem. Also ich, ja, das ist richtig. Bin ich an Trittin auch verbunden. Aber ich will eines sagen, die Kanzlerwahl, das ist bei uns noch überhaupt nicht besprochen worden. Und jetzt reagiere ich nicht wie die alten Parteien, sondern ich kann nur für mich reden. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass bei einem vernünftigen Regierungsprogramm, das wesentliche Ziele hat, die wir ähnlich verfolgen, dass dort die PDS in geheimer Wahl einen Kanzler Schröder mitwählt.
Natürlich werden wir auch für andere Dinge mit zur Verfügung stehen, aber wie gesagt, nicht als Mehrheitsbeschaffer schlechthin. Wir haben in Wahlkämpfen versprochen, wir behalten ein linkes sozialistisches Profil und dabei wird es bleiben. Herr Lafontaine, das Besondere dieses Tages, ein Machtwechsel herbeigeführt durch den Wähler. Gerhard Schröder hat gesagt, ich werde nicht alles anders, aber besser machen. Wenn ich Sie jetzt frage, wird es nur besser werden oder wird nicht doch auch was anders werden? Muss man. Besser ist ja anders als schlechter, wenn Sie so wollen. Also das ist ja jetzt Wortglauberei. Wir haben eine andere politische Richtung als die Koalition. Für diese andere Politik haben wir geworben. Und mit wir meinen Sie immer Gerhard Schröder und Sie? Nicht nur uns beide, sondern die gesamte SPD. Und wir waren erfolgreich dabei. Und ein zentraler Punkt war, dass wir gesagt haben, die soziale Gerechtigkeit ist in den letzten Jahren zu wenig beachtet worden. Wir haben eine ganze Reihe von Programmpunkten angesprochen, die bekannt sind. Die Lohnfortzahlung, das Schlechtwettergeld, die Rente, den Kündigungsschutz, die 620 Mark Arbeitsverhältnisse, wo wir gesagt haben, hier muss eine neue Politik her. Und die werden wir umsetzen. Und die Wählerinnen und Wähler, die uns zugehört haben, haben gerade auch diese politischen Angebote aufgenommen und haben gesagt, genau das ist die Politik, die wir wollen. Dazu kommt eben eine andere Steuerpolitik, die sieht nun mal anders aus, als wenn FDP und CDU sie machen, das ist klar. Wir beginnen eben mit der Entlastung der unteren Einkommen, wir beginnen mit der Entlastung der Familien, weil wir dies auch wirtschaftlich jetzt für notwendig erachten. Das werden wir zügig umsetzen. Herr Dr. Kohl, Sie haben immer gesagt, diese Wahl sei eine Richtungsentscheidung. Dann sollten Sie uns vielleicht jetzt, wo sie verloren ist, auch sagen, was sich aus Ihrer Sicht denn jetzt ändern wird. Ja, das werden wir ja sehen, was die neue Regierung und die neue Koalition vorschlägt. Bisher haben wir ja über Wahlkampf geredet und Ministerpräsident Lafontaine hat jetzt ein paar Punkte gesagt. Im Wahlkampf selbst hat ja beispielsweise der Sprecher der Sozialdemokraten in Wirtschaftsfragen zu all den Fragen, die er eben genannt hat, etwas völlig anderes gesagt, aber das ist gestern. Heute ist Wahlabend und morgen geht das normale Leben weiter und ich bin im Ganzen und Ganzen dagegen, jetzt etwas zu kommentieren, was doch gar nicht ausgesprochen ist. Wir werden eine Regierungserklärung der neuen Bundesregierung hören. Wir werden dann Punkt für Punkt sehen. Und da werden wir darüber diskutieren. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass sich in ganz kurzer Zeit schon die Richtungsentscheidung zeigen wird, was wir im Wahlkampf gesagt haben. Aber ich führe doch jetzt heute Abend nicht noch einmal einen Wahlkampf, sondern ich warte jetzt wirklich ab, wie ich die Regierungserklärung vor mir sehe, auch mit meinen politischen Freunden, mit der CSU, mit den Kollegen aus der FDP. Und dann reden wir über die einzelnen Punkte. Herr Trittin, Sie wollten einen radikalen Politikwechsel. Ist der, wie Sie ihn sich vorstellen, mit dieser SPD, mit diesem neuen Kanzler zu machen? Sehen Sie, ich glaube, wir müssen ein paar Dinge jetzt relativ schnell anfangen. Es fängt an damit, dass wir in ernsten Bemühungen machen müssen, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Das ist das Stichwort Bündnis für Arbeit. Es ist zum Zweiten die Frage, tatsächlich eine Steuerreform zu machen, die weder neue Haushaltslöcher reißt oder das durch Mehrwertsteuererhöhungen bezahlt, sondern die tatsächlich untere und mittlere Einkommen entlastet. Wir brauchen einen Einschnitt bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Das ist alles Konsens, fürchte ich. Die Steuerreform hat jetzt die Chance, durch den Bundesrat zu kommen. Das ist eben eine große Veränderung. Das möchte ich einmal hier festhalten. Wir müssen die Sozialversicherungsbeiträge runter. Wir haben vorgeschlagen, dies zu machen über eine ökologisch-soziale Steuerreform. Wir müssen sehr schnell ein Signal aussenden an die Menschen, die zum Teil seit 10 Jahren und länger in Deutschland leben, die als Staatsbürger alle Pflichten haben. Wir glauben, die müssen auch alle Rechte haben. Wir brauchen neues Staatsangehörigkeitsrecht. Und es wird Sie nicht wundern bei den Grünen, wir wollen ganz ernst damit machen, dafür haben wir uns mal gegründet, den Ausstieg aus der Atomenergie zu bekommen. Da sind wir schon an einem kritischen Punkt, Herr Lafontaine. Die Grünen haben gesagt, das ist Vorbedingung, dass das so schnell wie möglich geht. Da muss ich Ihnen widersprechen. Wir haben immer gesagt, wir gehen in Verhandlungen mit der Gesamtheit unseres Programms. Ich gehe davon reden aus, Sie dass auch nicht Sozialdemokraten, immer mit einer Zunge, Herr Trittin, das muss man ja die auch Sozialdemokraten sagen, die dieses auch tun. Und dann wird man Koalitionsverhandlungen führen, dann wird man das klar. Herr Lafontaine, meine Frage an Sie, lassen Sie sich denn Bedingungen von den Grünen stellen, wenn Sie mit ihnen reden, was Sie ja vielleicht doch tun? Sie haben mir doch gerade gehört, dass die Grünen lieb zu uns sein wollen. Nein, das Ziel, ich bin sowieso ständig lieb. Das ist ja eine der Grundlage des Erfolges gewesen. Aber jetzt zu der Sachfrage. Ich bin seit Jahren der Auffassung, dass die mit der Kernenergie verbundenen Risiken zu groß sind.
Ich bin der Auffassung, dass wir beispielsweise auch dann Mitverantwortung tragen, wenn in Pakistan oder in Indien atomare Waffen gezündet werden, wenn wir diese Technologie weiter ausbauen, entwickeln und auch liefern. Das ist eine unterschiedliche Einstellung. Ich bin der Auffassung, dass wir keine Lösung haben, wohin mit dem radioaktiven Müll. Und Plutonium ist ein Gift, das eben 500.000 Jahre strahlt und eben, falls es in den Wasserkreislauf kommt, die Landschaft unbewohnbar macht. Daher haben wir eine klare Alternative. Wir wollen die Brücke ins Solarzeitalter bauen. Und das heißt eben umweltgerechte Nutzung fossiler Brennstoffe, Entwicklung von Einspartechniken, da kommt demnächst das 3-Liter-Auto, und Entwicklung der Solarenergie. Und langsamer Ausstieg aus der Atomkraft, langsamer als die Grünen das vorhaben. Wir haben immer, wissen Sie, ich habe in den 80er Jahren den Beschluss der SPD mitformuliert, der immer falsch zitiert worden ist. 10 Jahre hieß es, das war ein geschätzter Zeitraum. Wir haben immer gesagt, wir müssen die technischen Bedingungen prüfen, die sind gegeben. Wir müssen die finanziellen Folgen bedenken. Da hat man sicherlich da oder dort unterschiedliche Auffassungen, die rechtlichen Bedingungen und die Mehrheitsbedingungen. Aber es ist klar, dass wir den Einstieg in den Ausstieg jetzt beginnen werden. Im Übrigen ist das ja eine Position, die weltweit doch mehr und mehr auch Anhänger findet, wenn Sie allein mal die Entwicklung... Ja, aber es gibt doch einen Dissens über die Geschwindigkeit. Das ja gut, das kann immer so sein. Das ist auch in der Familie so. Der eine will schneller, der andere will es weniger schnell haben. Aber in der Sache sind wir... Der Eindruck, Herr Lafontaine, Herr Trittin, entsteht, dass Sie nahe beieinander sind. Und ich frage Sie, Herr Lafontaine, die Tatsache, dass Sie heute Abend hier sind und nicht Gerhard Schröder, hat das auch damit zu tun, dass Sie die rot-grüne Einheit schon mal hier demonstrieren wollen? Nein, wir haben... das hat ja auch unsere Gegner verunsichert. Wir haben hervorragend zusammengearbeitet, Gerhard Schröder und ich. Es ist ja spekuliert worden, ob wir uns auseinander dividieren ließen. Und jeden Tag lese ich ja auch Artikel, wer ist der Stärkere und wie kann man die vielleicht gegeneinander bringen. Das gelingt nicht. Und wir sind uns in den Fragen völlig einig. Und deshalb wird es aber auch... Aber Sie sind doch nicht der Automann zum Beispiel. Doch, ich bin ein hervorragender Automann. Wir haben zum Beispiel die Ford-Werke an der Saar, für die ich hier jetzt nebenbei Werbung machen muss. Die haben hießen aber auch nie Produkt der Genosse der Bosse. Davon. Ja gut, wissen Sie, natürlich ich war auch mal ein Liebling etwa der Bosse, um das einmal zu sagen, als ich 3 Themen hier in Deutschland angesprochen habe. Einmal Wochenendarbeit, allerdings mit Zustimmung der Belegschaften, dann flexible Maschinenlaufzeiten und drittens eben Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich, konnte ich mich nicht retten vor lauter Zustimmung. Das schwankt sehr stark. Wir wollen auch das Gespräch mit der Wirtschaft. Allerdings bin ich sehr konsequent und sehr klar, wenn es darum geht, auch den Wirtschaftsverbänden zu sagen, eure ökonomischen Rezepte, es sind ja nur 3 Wörter, Lohnzurückhaltung oder Lohnsenkung, Unternehmenssteuersenkung und Sozialabbau, die sind leider nicht schlüssig. Und mit solchen Rezepten kann man die Arbeitslosigkeit steigern, aber nicht die Arbeitslosigkeit abbauen. Einverstanden, Herr Trittin, mit dem letzten? Wir haben da, glaube ich, relativ nah beieinander liegen. Gut, Herr Weigel, Freiheit statt Sozialismus. Das ist eine Ihrer Parolen im Wahlkampf. Nach dieser Entscheidung der Wähler hat jetzt der Sozialismus gesiegt. Eins ist ganz klar, diese Republik ist anders. Nicht nur Sachsen-Anhalt, sondern wahrscheinlich jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Und wir werden ja sehen, was sich auf Bundesebene vollzieht. Wir werden jedenfalls die klare Alternative darstellen und dafür nicht nur in Bayern, sondern im Bundestag, im Bundesrat kämpfen. Und wir werden ja sehen, was sich dann in den Ländern ergibt, wo wir dann nicht mehr Rücksicht auf Koalitionen nehmen, sondern klar unsere Position als CDU und CSU darstellen. Herr Gerhard, Sie haben schon vorhin gesagt, Sie nehmen freudig die Aufgabe der Opposition auf sich. Ist denn die Opposition jetzt für Sie eine Chance auch vielleicht zur inhaltlichen Erneuerung? Oder müssen Sie fürchten, dass Sie als Klientelpartei, als die Sie ja immer wieder bezeichnet werden, womöglich die Interessen Ihrer Klientel in der Opposition nicht mehr so gut durchsetzen können und deshalb vielleicht an Bedeutung verlieren? Wenn man vernünftige Politik macht, und der Kurs der FDP ist sehr vernünftig bestimmt worden, ich sehe keine Alternative zur marktwirtschaftlichen Erneuerung in Deutschland, zur Flexibilisierung der Arbeitswelt. Aber Sie werden es nicht durchsetzen können. Ja, entschuldigen Sie mal, aber wir haben doch keine Kursbestimmung notwendig. Die FDP erfindet das Rad nicht neu. Die FDP hat sich als Reformpartei, als modernisierungsbereite Partei präsentiert. Dieser Kurs gilt auch für die Opposition. Man muss, egal wo man steht, seinen Kopf anstrengen. Immer dieses Denken in der Opposition sollte man den Kopf anstrengen und sich erneuern. Und im Regierungsgeschäft wäre das nicht so der Fall. Das ist doch völlig abseitig. Die FDP hat ihren Kurs bestimmt.
Sie hat gesagt, wir wollen hier Reformen. Wir haben die mit der CDU ein Stück vorangebracht. Jetzt werden wir mal beobachten, wie sie andere wieder zurückdrehen. Und die Oppositionsrolle der FDP wird von den gleichen politischen Themen bestimmt. Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, kürzere Schul- und Hochschulzeiten, klare Selbstbehauptung, auch in großen gesellschaftspolitischen Fragen. Im Übrigen war der Wahlausgang für die FDP zwar eine Niederlage, aber zugleich war er auch ein Stück Selbstbehauptung. Wir haben uns diese Stimmenpotenziale erstritten, auch im Zweitstimmenwettbewerb mit der Union, im Wettbewerb mit anderen. Wie kommt es eigentlich? Die Union hat ja doch in anderen Wahlen schon mal empfohlen, dass man darüber nachdenken könnte. Herr von der Tann, ist doch ganz logisch. Die Union ist eine Partei und wir sind eine. Und jede Partei, auch schon so. Ja, Entschuldigung, und jede Partei sucht natürlich das Größtmögliche für ihren Erfolg. Das ist ein ganz normaler Wettbewerb. Ja. Deshalb ist aber auch das Wahlergebnis der FDP jetzt für mich ein Stück Behauptung in einer parlamentarischen Demokratie mit der zugewiesenen Oppositionsrolle. Das macht mir ausgesprochen Freude. Ich möchte jetzt das Gegenüber kennenlernen. Ein freudiger Verlierer. Ich möchte jetzt das Gegenüber kennenlernen, wie sich die anderen jetzt Regierungspolitik Kohl, es gab vorstellen. Ja heute nicht nur die Bundestagswahl, auch in Mecklenburg-Vorpommern wurde gewählt. Und auch dort hat die Union empfindlich verloren. Ist das jetzt ein Trend gegen die CDU-CSU? Das glaube ich überhaupt nicht. Wir haben natürlich Prügel bezogen für Entwicklungen der letzten Jahre, weil die Verbesserung der Lebensverhältnisse nach dem Wegfall der Märkte für die Betriebe in der früheren DDR, in der früheren ostdeutschen Landschaften und jetzt natürlich in den neuen Ländern enorme Umstellungsprobleme machen. Diese Bundesregierung und ich haben mehr als alle anderen, das weiß auch jeder in Mecklenburg-Vorpommern, für die Menschen dort getan. Die jetzt die Wahl gewonnen haben, in Sonderheit der SPD, haben in der Tat nichts getan. Das kann man nachweisen im Detail. Aber das ist trotzdem die Entscheidung des Wählers. Ich habe die zu akzeptieren. Das ändert doch an meiner Einstellung zu den Menschen in den neuen Ländern nicht. Für mich ist der Tag der deutschen Einheit jeden Tag erneut ein Tag der Freude. Und ungeachtet des heutigen Wahlergebnisses ändert sich überhaupt nicht auch in meiner inneren Einstellung zu den Betroffenen in den neuen Ländern. Und wir werden dann eben in Opposition das Menschenmögliche leisten, um den Leuten zu helfen. Aufbau Ost hat für mich Priorität. Das bleibt so. Und Aufbau Ost heißt, dass wir die Verbesserung der Lebensverhältnisse so schnell wie möglich herbeiführen wollen. Herr Lafontaine, es sieht in Mecklenburg, muss man sagen, Vorpommern, nach einer Zusammenarbeit von SPD und PDS aus, in welcher Form auch immer, möglicherweise auch das erste Mal in Form einer Koalition. Sie waren als Parteiführung, so war zu hören, schon gegen eine Tolerierung der SPD-Regierung, der zweiten SPD-Regierung Höppner in Sachsen-Anhalt. Jetzt bahnt sich da vielleicht eine rot-dunkelrote Koalition an. Geht Ihnen das jetzt nicht mehr gegen den Strich? Ich möchte zunächst zwei Sätze doch zu dem Bemerken von Herrn Dr. Kohl sagen, wir hätten nichts getan für den Aufbau Ost. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass viele Entscheidungen nur möglich waren, weil auch die entsprechenden Mehrheiten etwa im Bundesrat hergestellt worden sind. Das heißt, man sollte gemeinsame Entscheidungen auch gemeinsame Entscheidungen nennen. Wir hatten Differenzen in vielen Fragen, aber das wollte ich doch einmal klar sagen. Ich denke etwa ans Bodenrecht oder an die Mietregelung oder an die Rentenregelung, wo ohne unsere Mitgestaltung die Dinge anders gelaufen wären. Jetzt zu dieser Frage. Es gilt grundsätzlich, dass im Osten vor Ort entschieden wird, was geschieht, dass das klar ist. Aber ich sage genauso hart mit dem Theater, das wir im Osten haben, dass immer gesagt wird, in Landkreisen können CDU und PDS miteinander engsten zusammenarbeiten, in Städten engsten zusammenarbeiten, auch die FDP. Aber im Land geht das nicht. Dieses Theater ist zu Ende. Das heißt, Herr Ringsdorf hat freie Hand. Herr Ringsdorf hat freie Hand. Und ich würde sogar sagen, es muss einmal möglich sein, dass die PDS sich einfach mal aus dieser reinen Protesthaltung heraus bewegt, die darin besteht, also wenn wir sagen 250 Mark Kindergeld, dann sagen die Grünen 300 Mark, die PDS sagen, nein, wir brauchen. Und wie soll man Ihnen denn dann noch lass glauben, mich jetzt dass mal Sie erklären. Sich im Bunde nicht von Ihnen unter Umständen ja, ein paar Stimmen das, ich habe das auch vor der Wahl immer begründet. In den neuen Ländern hat die PDS eine besondere Rolle, eine besondere Funktion. Auf Bundesebene gibt es die Frage des Euro, gibt es die Frage der Osterweiterung, gibt es die Frage etwa der außenpolitischen Verlässlichkeit. Da haben wir andere Positionen. Aber in den neuen Ländern, diese Heuchelei, ich sage es noch einmal, die wir jetzt eben 8 Jahre lang uns abgehalten haben, dass es die Herren... An der Sie aber teilgenommen haben, ich habe mich daran nicht beteiligt.
dass die Herren hier, Sie können das ja gleich nochmal sagen, die Heuchelei, dass Sie eben als Blockparteien permanent mit der PDS. Sie haben mit der SED Grundpapiere vereinbart als Sozialdemokrat. Reden Sie nicht daran. Daran erinnere ich auch. Ja, ja. Wenn man verliert, muss man fair verlieren. Nein, Sie müssen nur das Vokabular. Nun seien Sie mal ruhig, Herr Gerhard. Ich habe das Wort. Herr Gerhard, mit 6% darf man nicht jede Sendung okkupieren. Und seien Sie mal ruhig. Seien Sie mal ruhig. Nein, es geht um Sie sind jetzt mal ruhig, Herr Gerhard. Nicht? Sie sind mal ruhig. Ich war gerade ein Satz am. Wir sollten eigentlich dieses Gespräch leiten. Ich muss den Satz ja zu Ende bringen dürfen. Ja. Die beiden Herren arbeiten eben mit ihren Blockparteien permanent mit der PDS zusammen, haben dieses alberne Theater aufgeführt, das ginge auf Länder eben nicht. Das ist zu Ende, Punkt, aus, Feierabend. Also, ganz schnell, Herr Kohl, Koalition, so wollen wir hier nicht verfahren. SPD, PDS. Nein, Herr Laffmann kann eine koordinierende Gästebeschimpfung machen. Wieso? Muss er wenigstens ertragen, dass er was antwortet. So, der ist ein Unsinn. Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands als Blockpartei zu bezeichnen. Welch absurd. Das habe ich ja auch nicht gemacht. Wer wie Sie, Herr Lafontaine, mit der SED wirklich gemeinsame Sache machte, mehr als fast jeder andere in der SPD, der ist halt ziemlich der allerletzte, uns darüber zu belehren. Es bleibt dabei. Es bleibt wirklich dabei. Sie gehen mit der PDS. Sie haben das angekündigt. Wir haben das bekämpft. Der Wähler hat es entschieden. Und Sie werden das so machen, wie Sie es angekündigt haben. Und die Konsequenzen werden wir haben ja dann sehen. Größe, aber das ist kein Thema für heute Abend. Ja, aber doch, Herr Biski, eine solche Koalition in Mecklenburg-Vorpommern würde Ihre Partei parlamentarisch gesellschaftsfähig machen. Ist das künftig Ihre Marschroute? Jetzt erst Mecklenburg-Vorpommern, dann vielleicht Thüringen, dann vielleicht im Bund? Also wir sind gesellschaftsfähig und parlamentarisch. Wir sind anders als die anderen Parteien, das ist richtig. Aber Mecklenburg-Vorpommern wird vor Ort entschieden. Das wird es in der PDS nicht geben, dass der Parteivorstand das entscheidet. Und dort gibt es die drei Optionen. Entweder die PDS bleibt in der Opposition oder sie toleriert oder sie geht in eine Koalition. Und das wird sicher im Ergebnis von Gesprächen, die ja stattfinden sollen, entschieden. Und ich bin da völlig offen und sehe das ganz ruhig. Und wenn das dann entschieden wird, das macht ein Parteitag, dann wird es auch die entsprechende Unterstützung durch die PDS geben. Herr Dr. Kohl, bleiben wir im Osten Deutschlands. Nur 20% der Wähler leben dort. Es ist aber sehr viel darüber geschrieben worden, dass auch diese Wahl dort entschieden würde. Die letzte haben Sie im Osten gewonnen. Haben Sie diese im Osten verloren? Sicherlich auch. Wir haben natürlich als Christlich-Demokratische Union unter den völlig anderen, auch mentalen Verhältnissen in den neuen Ländern ein besonders hohes Maß an Schwierigkeiten. Wir sind die verantwortliche Partei und für vieles, was Menschen bedrückt, das zum Teil auch gar nicht von Politik abhängig ist, sind wir natürlich wiederum mit in der Verantwortung. Für mich ist eine ganz wichtige Konklusion, ein wichtiges Ergebnis des heutigen Tages, dass wir uns intensivst als Partei um die Situation auch unserer Partei in den neuen Ländern kümmern. Hier gibt es ja große Unterschiede. Unsere Situation in Sachsen ist ganz anders, ist sehr gut, auch am heutigen Tag. In Thüringen ist sehr viel besser als beispielsweise in Brandenburg oder nach den Ergebnissen in Sachsen-Anhalt. Und deswegen finde ich, müssen wir dieses Ergebnis auch unter dem Gesichtspunkt, den Sie genannt haben, vernünftig analysieren. Wir werden die Konklusion ziehen, wir werden die Konsequenzen ziehen. Herr Lafontaine, die PDS ist heute stark geblieben. Hat das auch mit der Konzentration der SPD auf die neue Mitte zu tun? Ist da links Platz geworden? Ziehen Sie sich da Konkurrenz heran? Das kann sein, dass unsere Konzentration auf die neue Mitte natürlich da oder dort Enttäuschung hervorgerufen hat, bei denen die etwas radikalere, ich sage einmal Positionen, sich wünschen, das mag sein. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dass wirklich die PDS sich in erster Linie bei dem Adenauerhaus bedanken kann. Das ist ja nicht meine Meinung. Das ist die Meinung eben vieler Kommentatoren, dass diese ständige, jetzt sage ich einmal, die Kommentare von morgen schon. Vieler Kommentatoren, das werden Sie ja sehen, die ständige Rumhaken auf der PDS hat Ihnen natürlich im Osten sehr viel Zulauf gebracht, das wissen wir. Und insofern nehmen wir den Dank entgegen, aber Sie sollten sich dann an den Hauptadressaten wenden, Herr Biski, der sitzt da auf der anderen Seite. Herr Trittin, die Grünen, auch die Grünen spielen ja im Osten eine sehr viel geringere Rolle als im Westen und das, obwohl sie ja eigentlich Bündnis 90 die Grünen heißen, also aus einer Fusion entstanden sind mit der Bürgerrechtsbewegung. Warum finden die Bürgerrechtler, die ehemaligen Bürgerrechtler in Ihrer Partei keine Wähler? Ich glaube, die Bürgerbewegung war immer schon eine sehr kleine Gruppe von Menschen.
Wir haben aus dieser organisatorischen Schwäche heraus nie so etwas werden können wie eine richtig starke Partei. Deswegen haben wir flächendeckend im Osten Probleme. Das sieht in Ost-Berlin, das sieht in manchen großen Städten Gott sei Dank anders aus. Aber ich glaube, das Problem der relativen Schwäche oder der Schwäche der Grünen im Osten, das wird uns noch eine Weile begleiten und viel, viel Arbeit verursachen, dieses aufzuholen. Herr Lafontaine, wie sieht die neue Bundesregierung aus? Zunächst ganz kurz die Frage, gehören Sie ihr an? Das wird am Ende der Verhandlungen entschieden und wir hatten das auch immer so gesagt. Wir haben gesagt, wir müssen das Wahlergebnis kennen, das kenne ich noch nicht. Ich muss dann den Abschluss der Koalitionsverhandlungen kennen und dann wird entschieden. Es hat doch keinen Sinn, im Vorhinein immer alles festlegen zu wollen. Ich möchte nur Folgendes doch sagen. Bei allen Verhandlungen wird es drei Dinge sein, die auch entscheidend sind. Einmal ökonomische Stabilität. Zum Zweiten die Frage der inneren Sicherheit und zum Dritten die Frage der außenpolitischen Verlässlichkeit. An diesen drei Prinzipien werden wir auch die Verhandlungen orientieren. Und wenn wir jetzt die Glückwünsche aus ganz Europa der Regierungschefs heute bekommen haben, Herr Jospin hat angerufen, Herr Blair hat angerufen, Herr Klima hat angerufen, die übrigen könnte ich noch nicht, Anrufe habe ich wahrscheinlich noch nicht entgegennehmen können wegen der vielen Fernsehtermine, dann ist das auch eine Verpflichtung für uns. Man setzt Erwartungen in uns, weil gerade, auch das will ich nur einmal sagen, Bundeskanzler Kohl in der Europapolitik sich ein Ansehen erworben hat und man setzt hier Erwartungen. Und diese Erwartungen werden wir erfüllen, indem wir... Außenpolitik, Stichwort. Die Grünen haben durch Herrn Trittin schon vorher erklärt, mit unwichtigen Ministerien würden sie sich nicht abspeisen lassen, wenn es dann zu der Koalition kommt. Wird in diesem Falle, Joschka Fischer Außenminister. Die konkrete Formulierung sagen? Wir wollen, dass in Kernbereichen, da habe ich ein paar von Ressourcen, wir gemeinsam Verantwortung. Wir können Sie denn mit Herrn Stollmann leben, tragen. Herr Trittin? Das war die präzise Formulierung. Und ja, also wird Joschka im Falle des Falles, Joschka Fischer, Außenminister. Ich bin, wie Sie wissen, mit Joschka Fischer politisch befreundet. Wir schätzen einander, aber ich werde jetzt hier nicht hingehen und irgendwelche Posten verteilen. Da müssen wir mal abwarten, wie die Verhandlungen sind. Das würde einfach absolut unprofessionell, meine Damen und Herren. Wir werden in Ruhe, werden wir eben Gespräche führen, dann werden wir entscheiden. Das erwarten auch die Wählerinnen und Wähler von uns. Wir sind ja in einer schwierigen Zeit. Wenn man das einmal sieht, was eben in Russland geschieht, was eben in Asien geschieht, was in Südamerika geschieht. Ich freue mich über die Initiativen, die beispielsweise jetzt von England und Frankreich ausgehen, zur Stabilisierung der Weltfinanzen. Das sind Vorstellungen, ja, das ist eine ganz entscheidende Frage der Weltpolitik. Das sind Vorstellungen, die wir eben gemeinsam entwickelt haben. Und da werden wir jetzt rangehen, um Verbesserungen zu erreichen, schrittweise. Das ist eine Aufgabe, die reizt und die wir angehen wollen. Herr Trittin, nochmal. Sie haben ja schon das Wirtschaftsministerium beansprucht. Nun gibt's ja auch noch einen anderen, es gibt ja noch einen anderen Kandidaten für das Wirtschaftsministerium. Der ist selbst für SPD-Verhältnisse ein bisschen rechts von der Mitte. Der heißt Jost Stollmann. Können Sie mit so einem Kandidaten leben? Wenn es zu der Situation kommt, dass wir Koalitionsverhandlungen führen, dann wird man darüber reden, auf welcher Programmatik diese Koalition arbeiten wird. Und anschließend mit diesen Verhandlungen wird man auch klären, wer das Vorschlagsrecht für welche Ressorts hat. Wenn die SPD das Vorschlagsrecht für ein Ressort hat, reden wir da nicht rein. Wenn wir das Vorschlagsrecht für ein Ressort haben, erwarten wir auch, dass uns da nicht reingeredet wird. So hält man das unter Koalitionspartnern und zivilisierten Menschen. Einverstanden, Herr Lafontaine? Das ist die Spielregel und wir pflegen uns an Spielregeln zu halten. Wer dagegen verstößt, macht manchmal Bauchlandung. Dieser Tag hat die politische Szene in Deutschland entscheidend verändert. Zum Schluss dieser Bonner Runde eine Frage an jeden von Ihnen, Herr Dr. Kohl. Sie haben schon vor der Wahl angekündigt, dass Sie dann nicht Kanzler bleiben, das ist klar. Und dass Sie auf den Parteivorsitz verzichten, haben Sie auch schon gesagt. Wie wird das nun mit Ihnen als einfachem Abgeordneten? Werden Sie da einfach sitzen und dem Geschehen zuschauen? Nein, überhaupt nicht. Ich bin seit meiner Schülerzeit politisch tätig. Ich habe in vielen und wichtigen Funktionen versucht, meiner Partei und dem Land zu dienen. Der Helmut Kohl ändert sich doch heute Abend nicht. Schon überhaupt nicht nach diesem Wahlergebnis. Das ist das Letzte, was mich in meiner inneren Struktur verändert. Ich werde versuchen, meine Pflicht zu tun. Ich werde eine Menge Aufgaben wahrnehmen können, jetzt nicht in der Parteiführung, aber um zu helfen. Und dort, wo es gewünscht wird, auch zu beraten. Das wird sehr häufig gewünscht werden. Mein Wort wird gehört, national wie international. Also wenn Ihre Sorge ist, dass ich nichts zu tun habe, ist ein Irrtum. Ich
werde mich so beschäftigen können, wie ich es will und wie wir es freuen. Die Frage war ja, wie werden Sie damit fertig, ohne Macht zu sein? Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich bin so lange in der Verantwortung gewesen. Wissen Sie, ich stehe nicht morgens auf und überlege, was ich mache, ich heute für ein Einschreiben im Geschichtsbuch. Ich lebe jetzt mein Leben nach vielen Jahren mit einem enormen Stress, so wie ich es mir wünsche, im privaten und auch im öffentlichen Leben. Und das wird mir viel Freude machen. Herr Lafontaine, das konnte man auch sehen bei Ihrem Auftreten heute in der Baracke. Wer Gerhard Schröder gewählt hat, hat auch Oskar Lafontaine gewählt. Nun hat eine große deutsche Wochenzeitung, ich zitiere jetzt auch mal Kommentatoren, gesagt, Lafontaine gestaltet, Schröder verkauft. Werden Sie sich wirklich auf diese Art und Weise ergänzen? Das Spiel wird jetzt auch weitergehen in den nächsten Jahren. Das kennen wir alles. Die einzige Frage, die interessant ist, ob eben erwachsene Männer so dumm sind, sich auf dieses Spiel einzulassen. Und da haben wir eben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir das eben anders machen. Wir arbeiten gut zusammen, das wird auch in Zukunft so bleiben. Und da mag der ein oder andere diese Zuschreibung erfahren oder jene Zuschreibung zu erfahren. Die Grundlage unseres Wahlerfolges ist die große Stabilität der Partei in den letzten Jahren. Das sieht Gerhard Schröder genauso, wie ich es sehe. Und an unserer Zusammenarbeit wird sich nichts ändern. Ich freue mich auf die nächsten Monate und Jahre. Herr Weigel, Herr Stoiber in München hat seine Landtagswahl mit Glanz und Gloria gewonnen. Nach dem Ergebnis von heute, der Niederlage der Union, wird man Ihnen das ankreiden und können Sie dann Parteivorsitzender der CSU bleiben? Wir haben beide Wahlkämpfe miteinander konzipiert, miteinander durchgefochten, mit Erfolg zu Ende gebracht. Natürlich hätten wir uns bei der Bundestagswahl noch mehr erwünscht, aber wir werden etwa genauso viele Stimmen haben wie bei der Landtagswahl, aber eine höhere Wahlbeteiligung gibt natürlich ein anderes Bild ab. Sind Sie denn sicher? Ich kenne die Arbeit der Opposition. Ich habe das 10 Jahre gemacht, von 1972 bis 1982, mit Erfolg. Und ich stelle mich dieser Aufgabe. Sind Sie denn sicher, dass Sie Vorsitzender der CSU bleiben? Ich bin ganz sicher, dass ich das Vertrauen der Partei habe. Herr Bielski, Sie sind Vorsitzender der PDS. Aber der Star, vor allem der Medienstar Ihrer Partei, ist Gregor Gysi. Glauben Sie nicht, dass Ihre Partei mit einem Vorsitzenden Gregor Gysi vielleicht noch ein paar Chancen mehr hätte? Ja, das kann ich so nicht sagen. Auf jeden Fall stehen der Vorsitzende Bisky und der Medienstar Gysi sich nie gegenseitig im Wege. Ich denke, wir ergänzen uns hervorragend und das wird so bleiben. Und da kriegen Sie auch kein Blatt Papier dazwischen. Bei uns hat man ja übrigens in all den Jahren nie eine bedeutende Differenz feststellen können, weil wir uns eben abstimmen und gut zusammenarbeiten. Und wir bräuchten diese Zusammenarbeit auch noch in anderen Gremien und dann wäre es gut. Herr Trittin, Sie waren ja schon mal Minister unter Gerhard Schröder in der Landesregierung. In Niedersachsen freuen Sie sich darauf, jetzt wieder unter demselben Chef arbeiten zu dürfen. Ich freue mich, dass die Situation besteht, wenn es denn so kommt, dass wir gemeinsam über eine Koalition verhandeln. Und wenn es zu einer solchen gemeinsamen Regierungsbildung kommt, dann weiß ich aus der Erfahrung, dass mit ihm gut Politik zu machen ist, zum beiderseitigen Vorteil. Ein schwieriger Chef? Ich habe ihn erstens nicht als Chef empfunden, das mögen die sozialdemokratischen Kollegen im Kabinett anders empfunden haben, sondern als kommunikativen und kooperativen Koalitionspartner. Und ich denke, wir kommen da gut miteinander aus. Herr Gerhard, nachdem wir alle oder die Mehrzahl Ihrer Kollegen schon gefragt haben, ob Sie angesichts dieses Misserfolges oder Erfolges Parteivorsitzende bleiben wollen, muss man auch zu Ihnen sagen, Sie haben sehr auf diese alte Koalition gesetzt. Sie haben Ihr Schicksal damit verbunden. Sollte in der nun folgenden Ära nach Helmut Kohl, wo ja vielleicht vieles anders wird, nicht Platz sein, auch an der Spitze der FDP für einen Jüngeren, für einen anderen, vielleicht Herrn Westerwelle? Genau. Das kann man ja jeden Tag auch nachlesen, wer alles was erörtert. Ich bin der Parteivorsitzende. Ich habe dieses Wahlergebnis zu verantworten, mit der Partei erkämpft. Ich gedenke auch Parteivorsitzender zu bleiben. Der Kurs ist festgestellt. Wir arbeiten in der Spitze gut zusammen. Sie können nicht jeden Tag, wenn Sie mit 5 Menschen gut zusammenarbeiten, ein Personalkarussell eröffnen, wer denn von denen in Zukunft Parteivorsitzender sein soll. Es wird auch nach Gerhard einen Parteivorsitzenden oder eine Parteivorsitzende der FDP geben. Bis auf Weiteres sitzt der hier vor Ihnen. Die Frage bleibt zum Schluss, von welcher Dauer ist denn das, was heute vom Wähler entschieden worden ist? Herr Lafontaine, was glauben Sie denn, wie lange eine Regierung Bestand hat, sei sie nun rot-grün oder sei sie eine große Koalition? Wir müssen
gute Ergebnisse vorweisen. Ich meine, das ist ja nicht Neues für uns. Wir haben ja in Ländern die Situation alle durchgemacht, dass wir Regierungen abgelöst haben, die anders zusammengesetzt waren. Ich selbst habe das jetzt eben fast 20 Jahre gemacht, in unterschiedlichster Form. Wir werden jetzt eben erfolgreich arbeiten müssen. Wenn die Regierung erfolgreich arbeitet, dann erhält sie das Mandat wieder. Und wenn sie nicht erfolgreich arbeitet, wird sie abgewählt. So ist das überall, so ist das auch in Deutschland. Herr Dr. Kohl, eine 16 Jahre dauernde Ära. Ich habe schon gesagt, die Ära Kohl geht zu Ende. Was wäre zum Schluss dieser Sendung der wichtigste Rat, den Sie Ihrem Nachfolger geben können oder geben wollen? Dass er ungeachtet jeder parteipolitischen Verpflichtungen, die ich immer erkannt habe, ich war ja viele Jahrzehnte Parteivorsitzender, die Reihenfolge klar vor Augen hat, die Priorität, erst das Land und dann die Partei. Und wenn er das klug macht, ist es auch gut für die Partei. Haben Sie, vielen Dank. Vielen Dank. Meine Herren, das war die Bonner Runde, die letzte nach der Bundestagswahl aus Bonn. Demnächst könnte sie dann die Berliner Runde heißen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.